Der Teufel steckt da bekanntlich im Detail, aber was dürfen wir von einem Hersteller erwarten, der ja Teufel heißt? Wir schauen uns mal das Boomster Go an. Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Video-Review von einem Gerät, was man wunderbar mit seinem iOS-Device koppeln kann. Das Ganze heißt Boomster Go und ist diese kleine Box, die auf den ersten Blick ja, recht unscheinbar wirkt, aber das ist ja gerade auch das Prinzip dahinter. Man soll damit guten Ton haben und gleichzeitig ist sie sehr portabel. Schauen wir uns das Gerät aber erstmal draußen an, wo man es ja wahrscheinlich auch verwenden wird. Wir haben hier ein gummiertes Gerät in der Größe einer quadratischen Schokolade von knapp 11 x 11 cm. Die Höhe beträgt 4,6 cm. Es ist spritzwassergeschützt nach IPX7, also recht robust und bringt 355 Gramm auf die Waage. Oben haben wir den mit einem festen Netz bespannten Lautsprecher und Tasten fürs Abspielen, Stoppen und die Lautstärke. An den beiden Seiten sind Ein- und Auslässe für den Bass. Verbunden wird das Boomster Go übrigens per Bluetooth. Dazu haben wir eine Hardware-Taste fürs Pairing auf der Vorderseite. Dort ist auch der Einschaltknopf, den man fest und lange drücken muss, damit das Gerät nicht in der Tasche aus Versehen angeht und der ganze Akku verbraucht wird. Ein Wermutstropfen, der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. Da muss man manchmal fummeln, um die richtige Einsteckrichtung beim Kabel zu finden. Sehr praktisch, es gibt ein farblich passendes Trageband zu den verschiedenfarbigen Geräten und eine Gewindeschraube, sodass der Lautsprecher zum Beispiel auf einem Stativ höher befestigt werden kann. Sprechen wir über die Ladezeit. 2 Stunden muss man das kleine Gerät ungefähr aufladen, dann ist es vollgeladen, je nachdem, wie viel noch drauf war. Und ja, man kann damit dann 10 Stunden ungefähr dann hören. Das ist vollkommen ausreichend für jeden Ausflug, den man vorhat. Damit kann man auch schon so einen kleinen Zelttrip dann durchaus überdauern. Also das ist schon eine sehr gute Laufzeit. Sprechen wir über die Königsdisziplin eines jeden Lautsprechers, den Klang. Der Boomster Go ist da so ein wenig Generalist. Also wir haben auf der einen Seite ja nun mit diesen Bassmöglichkeiten so ein bisschen Wumms drin. Das merkt man auch gleich, wenn man das Gerät einschaltet. Das ist dann schon, ja, es macht sich bemerkbar, es ruft, hier bin ich. Aber es ist auf der anderen Seite aufgrund der Größe natürlich jetzt nicht zu erwarten, dass wir jetzt eine Konzerthalle damit beschallen können. Muss es allerdings auch nicht. Wichtig ist halt, dass man halt damit schon den Eindruck hat, man kommt lauter daher als mit einem normalen Smartphone. Und dass es dann eben auch wirklich dann auch so Tiefen und Höhen gleichermaßen gut wiedergibt. Und das kann man sagen, ist bei dem Gerät gegeben. Also sowohl ein Podcast kann man sich gut damit anhören, die Stimmen kommen klar rüber, es ist nicht zu bassig, nicht zu dumpf. Aber Musik, die Wumms hat, die wird eben dementsprechend auch dann gut übermittelt. Also ja, ich bin da wunschlos glücklich. Wer den Klang noch weiter verbessern möchte, der kann auch 2 von diesen wunderbaren Geräten miteinander verbinden. Dann hat man ein Stereopaar. Einige kennen das schon von der IKEA Symfonisk-Reihe. Da kann man ja die Regallautsprecher zum Beispiel auch miteinander koppeln und hat dann eben durch den Stereo-Effekt eine noch bessere Audio-Wiedergabe. Die Frage ist natürlich bei einem Gerät, was wahrscheinlich eher so mobilen Outdoor-Einsatz ist, ob man das wirklich braucht. Aber vielleicht kennt man ja jemanden, der auch noch so ein Teil hat und dann hat man zumindest die Möglichkeit, das miteinander zu verbinden. Das Fazit: Boomster Go von Teufel kann überzeugen. Das Teil für 80 Euro ist ein wunderbarer Lautsprecher. Man kann ihn sehr einfach verbinden. Er macht keine Probleme. Es erschließt sich von selbst. Man muss keine Bedienungsanleitung lesen. Das ist eigentlich das, was ich von so einem Gerät erwarte. Und es liefert dann eben einen sehr guten Ton ab, der sowohl bei Sprachsachen wie Podcasts, wie eben auch bei Musik dann zumindest mich sehr gut überzeugen kann. Kritikpunkte: Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Ein USB-C-Anschluss wäre schon Muss gewesen. Also, dass da Micro-USB immer noch zum Einsatz kommt, fand ich persönlich dann doch sehr schade. Und noch eine kleine Randnotiz. Bei IKEA habe ich es auch schon gesehen. Es gibt da diese sehr schlichte Verpackung, die so ein Recyclingkarton ist. Ich finde das sehr sympathisch. Es ist Psychologie. Es kommt auf den Inhalt an und ja nicht auf die äußere Verpackung. Wenn man jemand ist, der gerne Verpackung hortet, sowas schmeißt man leichter weg als dann eben so eine Gala Monster Hightech Hochglanzverpackung. Und es ist halt nice to have. Wenn euch dieses Review gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar, liked diesen Beitrag oder disliked ihn, wenn er euch nicht gefallen hat. Ihr könnt auch den Kanal Apfelfunk abonnieren. Hier gibt es noch einiges mehr zu sehen, zum Beispiel Aufzeichnungen unserer Live-Events. Es gibt sonstige Video-Specials und vielleicht auch in Zukunft das eine oder andere weitere Review. Bis dann. Tschüss.